Ich habe, glaube ich, auf meinen Kanälen noch nie ein Gerät vorgestellt. Das ist das erste Gerät. Und das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Oder sagen wir mal anders, ich habe es mir ausgesucht. Ich habe es bezahlt bekommen. Das ist ein Haarföhn von Philips mit einem Sensor, der deine Haare nicht verbrennt, der sich anpasst. Und wie ich mit dem Gerät zurechtgekommen bin, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe hier auf dem Kanal, glaube ich, noch nie ein Gerät vorgestellt. Und den Kanal gibt es schon echt lange und auf meinem Zweitkanal habe ich das auch noch nie gemacht. Ich habe mir zum Geburtstag den Haarföhn ausgesucht. Meine Eltern haben mir den bezahlt, weil ich einfach mal wieder einen Haarföhn mit Diffusor haben wollte. Ich hätte jetzt nicht viel Geld ausgegeben. Aber ich habe dann zu dem Philips-Gerät gegriffen, weil der so eine kleine Besonderheit hat. Und ich hole das Gerät mal raus. Erstmal, wer auf Optik so ein bisschen Wert legt. Wir haben hier so eine Rose Gold Optik. Wenn man den Haarföhn irgendwie im Badezimmer lässt und der dann die ganze Zeit gesehen wird, ist das vielleicht auch so ein wichtiges Element. Für mich ist es jetzt nicht so wichtig, weil ich habe das Gerät meistens im Karton. Der hat einen Sensor. Der Sensor ist hier. Der Sensor passt sich an die Temperatur, die auf deinem Kopf entsteht, an. Sprich, wenn du auf eine Stelle hinhältst, dann regelt der runter. Du kannst den Sensor aber ausmachen. Also wenn du das nicht haben willst, wenn du es warm haben willst, dann kannst du den Sensor ausmachen. Der zeigt an, indem er hier lila brennt, dass er an ist. Und du hast auf jeden Fall auch 6 Gebläsestufen. Die habe ich auch schon ausprobiert. So ganz heiß mag es tatsächlich nicht. Ich habe stellenweise sogar auch auf ganz aus. Also es gibt hier oben gibt es Wärmestufen und hier unten gibt es Gebläsestufen. Und es gibt sogar auch, und es gibt es bei den meisten Haarföhns eben auch so eine Kaltföhnstufe, gerade wenn du dir Locken gemacht hast oder so. Und für mich war natürlich jetzt nicht der normale Haarföhn an sich wichtig, weil das hatte ich. Der war ultra laut, mein letzter, und hat halt echt nicht so viel gebracht. Nee, für mich war der Diffusor wichtig. Und hier ist ein Diffusor dabei. Ist jetzt nicht das allergrößte Gerät. Es gibt da auch noch größere. Und eine normale Düse. Und an den Düsen habe ich tatsächlich eine Kleinigkeit auszusetzen. Die sind gar nicht so einfach aufzusetzen. Also wenn die ein bisschen heißer sind, dann kriegst du die fast nicht runter. So, jetzt ist es drauf. Und hier gehe ich halt her und durch das, dass ich eben den Föhn jetzt habe, sieht man eben auch, dass ich sehr viel mit meinen Locken arbeite. Hier gehe ich halt immer her und föhne mir meine Haare hier so. Also das brauche ich euch ja jetzt nicht zeigen, wie man mit dem Diffusor umgeht. So schlicht und ergreifend einfach die Haare trocknen lassen, eine ganze Weile auf einer Stelle bleiben. Und du merkst eben anhand des Sensors, dass das halt nicht, du verbrennst dir die Kopfhaut nicht. Ich kannte das von meinem früheren Föhn immer, dass ich gerade, weil ich habe ja lange Pony getragen, dass ich mir gerade hier immer die Haut so ein bisschen verbrannt habe. Und deswegen bin ich irgendwann hergegangen und habe eben kein Föhn mehr verwendet. Seitdem, und mit dem ist es wirklich überhaupt kein Problem, verwende ich regelmäßig wieder einen Haarföhn, auch wenn es warmes Wetter ist. Weil meine Haarstruktur ist halt einfach so, ich habe Locken, ich habe 3A bis 3C Locken, 3A mir oben, 3C unten. Und schon früher als kleines Kind war es so, dass oben eben mehr nur Wellen sind und die Haare halt extrem schwer sind. Und da macht er halt einfach einen echt guten Job, muss man sagen. Und das Ganze hat mich 75 € gekostet, aber da kann ich euch wirklich empfehlen, da wirklich bei Amazon zu schauen. Der schwankt im Preis ganz schön. Also da wirklich ein bisschen abwarten. Hier oben steht übrigens Werbung, weil unten in der Infobox ein Affiliate-Link ist. Da kommt ihr direkt zum Haarföhnen und da bekomme ich eine kleine Provision.
Also der Sensor ist schon richtig gut. Gleichzeitig hat er eben diese Antistatik-Funktion. Und das hatte ich eine Zeit lang, dass sich meine Haare einfach aufgeladen haben und mir die halt einfach wirklich auf dem Kopf gestanden sind. Und das ist bei mir auch schon ewig lang jetzt nicht mehr. Und ich bin wirklich, wirklich ultra froh, dass das das auch so ein bisschen regelt. Ich selbst wasche meine Haare alle 5 Tage und merke das auf jeden Fall, dass der Haarföhn die Haare einfach auch nicht austrocknet. Ne? Also im absoluten Vergleich zu meinem letzten Gerät, welches ich eben hatte, ist der schon mega gut. Und hätten meine Eltern nicht gesagt, hey, jetzt kauf dir mal was Gescheites und nicht wieder irgendein billiges Gerät, hätte ich niemals den Vergleich gehabt. Weil ich habe mich immer gefragt, so beim Friseur, warum braucht man da so teure Geräte und so? Es ist wirklich wesentlich effektiver. Ich habe mir mit diesem Gerät auch schon glatte Haare geföhnt, um einfach mal zu gucken, wie ist das so? Wie läuft das so? Und diese Düse fixiert auch den Luftstrom richtig gut, dass man da halt wirklich mit der Lockenbürste dann richtig schön rangehen kann und das dann wirklich ausföhnen kann. Also sich wirklich gerade Haare dann mit der Lockenbürste machen kann. Habe ich aber nicht ganz so oft gemacht, weil ich eben mit der Methode, mit dem Diffusor einfach am allerbesten klarkomme. Und das geht halt auch am allerschnellsten, hätte ich nie gedacht. Man nimmt seine Haare, packt sie drauf und wartet einen Moment. Und dann entstehen halt, wenn du halt wirklich Naturlocken hast, wie jetzt in meinem Fall, dann entstehen auch unwahrscheinlich schnell deine Locken und du fährst mit dem Gerät halt richtig gut. Hast du schon mal einen teuren Haarföhn gehabt? Oder hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen zu holen? Gerne unten mal in die Kommentare. Wer ältere Videos von mir kennt, weiß, dass ich vorher ein ganz gerades Haar hatte und dass sich das halt wirklich bei mir immens geändert hat. Und der richtige Föhn eben halt da auch echt gut mit reinspielt. Kennst du das Gerät? Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare packen, auch wenn du total andere Erfahrungen mit dem Gerät gemacht hast. Ab in die Kommentare. Mein Zuschauer weiß dann, ich kann vielleicht abwägen und gibt das Geld vielleicht nicht aus. Es gibt immer 2 Meinungen zu was. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!